Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich habe eine, ja, wie gesagt, Info. Und zwar hatte ich einen Kommentar und jetzt kann ich tatsächlich auch nachschauen, wie der heißt. Ich habe das Video gerade eben schon zweimal aufgenommen, es hat einfach nie richtig funktioniert und jetzt kann ich auch endlich mal nach dem Namen schauen. Genau, und zwar, wo ist er denn, der Kommentar? Hier, genau. Und zwar ist der Kommentar von Gongon84, wui, stellt's scharf, jawohl. Hier. Ich bin hier gelandet, weil ich ein aktuell laufendes Secret of Evermore LP suche. Danke hierfür, sehr geil. Die Suche brachte mich auf Folge 32. Das war zu der Zeit schon nicht der aktuellste Teil, soweit ich weiß. Aber ich hatte keinen Link zu meinen Playlist, zu der Playlist in der Beschreibung. Ja, recht hat Mr. Gongon. Hatte ich echt nicht. Ist auch schade, weil ich selber nutze die Funktion auch. Da habe ich deswegen auch reagiert und habe selber eigene Kurzlinks eingerichtet, die dann auch hoffentlich zu merken und angenehm zu verwenden sind. Und zwar habe ich y.t.kabarak.de habe ich aktiviert. Yt, klar, YouTube. Kabarak.de ist meine eigene Domain. Und da hat man dann direkt mein Profil. Dann habe ich den, kann man hinten dran hängen, slash PL. Damit kommt man dann auf die Playlist-Liste. Und hinter das PL kann man nochmal dranhängen, slash Kürzel, was ich eben eingerichtet habe. Und kommt damit dann speziell auf diese Playlist. Ich gehe mal kurz auf die Liste, die ich eingerichtet habe. Moment. Sieht ein bisschen komplex aus. Interessant ist hier der vordere Teil. Also hier unten, wie gesagt, genau hier oben, yt.kabarak.de. Das ist dieser Servername. Man kann auch youtube.kabarak.de schreiben, dann kann man aber auch direkt YouTube nutzen, weil dann kann man sich die Tipparbeit sparen. Und auf jeden Fall, wenn man nichts hinten dran angibt, kommt man auf meine YouTube-Profilseite. Wenn man slash PL angibt, dann kommt man eben, wie gesagt, hier auf die Playlist-Seite. Und hier ist die Kürzelliste. Wir haben MDK, MDK2, Terranigma, UT 2004. Dann haben wir Gianna für Gianna Sisters, Twisted Dreams ohne Add-on. Let's Battle für die Let's Battle-Liste, logischerweise. Die Specials, ja, kennt man ja auch. SOE für Secret of Evermore, Funpack für Kirby's Funpack. Overlord ist dann eben Twisted Dreams, Rise of the Overlord. BLTPS, Borderlands The Pre-Sequel und dann haben wir noch Binding of Isaac Rebirth. Ja, damit hat man kann ich ganz individuelle Kurzlinks machen. Werde ich vielleicht auch mal nutzen, um irgendwie, ja, wenn irgendwelche Aktionen sind, kann ich ja dort auch Kurzlinks einrichten. Ja, Gongon, nochmal danke für den Tipp. Ich hoffe, ich habe schnell genug reagiert. Ich habe es jetzt nicht bei den alten Videos eingebaut in die Beschreibungen. Ich habe aber viele der aktuellen einfach mal global ergänzt, dass es überall drin ist. Und werde jetzt in Zukunft darauf achten, dass ich es in die Videobeschreibungen mit reinschreibe. Das war auch schon alles. Ich mache jetzt noch eine Aufnahme Borderlands, weil da kam heute der DLC-Charakter raus. Das ist für euch jetzt gerade ein bisschen verwirrend, weil einerseits kommt das Video, von dem ich jetzt rede, was ich gleich aufnehme, kommt in 6 Tagen ungefähr raus. Was allein schon sehr verwirrend ist. Andererseits ist verwirrend, dass die Aufnahme davor die Halloween-Aufnahme war und ja, die Zeitplan sehr strange, ich weiß. Ja, das war's auch schon. Ja, ich hoffe, es passt mit den Links. Könnt ihr mal Kommentare da lassen, wie ihr damit zurechtkommt, ob ihr sowas verwendet. Ja, und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss.